Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück. Klo Scorn. Oh mein Gott, das geht mir immer noch schwer über die Lippen. Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge. Wir haben es 2.57 Uhr vormittags. Das Wetter ist klar. Und es ist der Tag 742 nach, weiß ich nicht. Nachdem wir den Ring, sie alle zu knechten, losgeworden sind und haben sie unserer Frau gegeben. So, und ich bilde mir ein. Aha. Sehr viel Munition übrig. Oh, das war aber mehr Glück als Verstand. Weil ich nur zwei Schuss habe und der ging ja ordentlich daneben. Ich wollte erstmal hier reingucken. Warum auch nicht, wenn es uns dargeboten wird, um ein bisschen Munition zu finden. Hier zum Beispiel, in dieser Kiste. Mal gucken. So eine Armeekiste, da muss ja Munition drin sein. Munition. Ja. Und eine Schrotze. Und mit dem Schuss, glaube ich, kann man schon was starten. Ist sie übrigens nachgeladen? Nein, ist sie nicht. Jetzt. Drei Schuss in der Schrotze. Das ist leider nicht mal die Bronzemedaille. So. Munition ist bereit. Und dann gehen wir jetzt zur Handlung über. Zum Handlungsstrang. Mal gucken, was da abgeht. Wir fahren wahrscheinlich zu dem Camp oder so, wo ja unsere, die Liebe unseres Lebens vermutet. Sarah. Ich höre doch hier jemanden Geräusche von sich geben, aber ist egal. Schade, dass das Bild immer wieder wegrutscht, dass man die nicht da behalten kann. Nesta, ich muss sie beseitigen, damit die Durchfahrt wieder sicherer ist. Jetzt muss ich wahrscheinlich das machen, was der Mann gesagt hat. Oh Gott. Na dann, suchen wir mal Nester. Ganz was Neues. Kann man sich hier ein Knochenmesser oder sowas machen? Oh. Das sind aber einige. Soll ich mal einen Vibrator schmeißen? Habe ich nicht, aber ich habe eine Rauchbombe. Gucken, was die bringt. Oh, geil. Die raucht. Müssen wir wahrscheinlich hier jeden einzeln machen. Na, dann komm, Freundchen. Ich hab Schrott. Zum Reparieren. Okay, der war etwas schwächlich auf der Brust. Oh Mann, hier sind aber viele. Da ist ein Waffenladen, so wie es aussieht. So ein Western-Ding. Hier drüben. Ich glaube, ich schmeiß mal einen Molly darüber. Ich habe immer kein Glück. Na gut, doch, der brennt. So. Kommt ihr? Na, das sind aber einige. Okay, die sind ziemlich schwächlich. Die gehen mit zwei Schlägen. Oh, da ist auch jemand. Wo kommst du denn her? Ist es ein Polizeiauto? Gibt's da Munition? Stimmt. Da hätte ich ja die Schrotzen benutzen können. Mach das erstmal auf. Da können wir mal mit der Schrotze vorrücken. Okay. Na, das hat sich aber nicht gelohnt. Diesmal lieber gelassen. Ja. Kommen Sie bitte. Ach, das ist der. Das Brandopfer. So, reparieren. Ist ja immer noch schweineteuer. Kann man mir denn nicht ein paar Punkte geben? Ich habe doch nur wirklich viel Arbeit geleistet. Was? Oh, hier ist einiges los. Mein Gott, die fliegen hier. Fünf Nester. Ihnen. Und sie, der Monopoly-Typ. Oh, jetzt, wo es wieder warm geworden ist, tummeln sich Fliegen. Bei mir. Es nervt. Vielleicht ist es das Katzenfutter, was sie anlockt. So, haben wir das jetzt hier.
Ich will ja nicht schießen. Dass nicht die ganze Meute auf mich zukommt. Lappen, das ist schon mal sehr gut. Ist das Nest unterm Dach? Ah, da ist jemand. Ah, da ist eine Leiter. Und da ist eine Axt an der Wand. So. Ne, hier ist kein Nest. Kann man denn hier noch was Nützliches bekommen? Der große Scheune. Die können ja bestimmt keine Leitern hochklettern, oder? Eine Axt. Auf die Heuballen kann ich nicht. Nein, er ist nicht fähig. Okay, das ist erstmal so ein Safe-Punkt. 5 Nester, wo haben die sich versteckt? So, nochmal Schrott. Und hier stelle ich noch so ein Ding her. Das andere geht alles seinen Gang. Abwärts. Was gibt's hier? Flaschen, das ist gut. Und hier nur ein Ziegel. Und wird's jetzt langsam hell oder so? Vielleicht? 5:18 Uhr vormittags. Warte, das. Also ist eingestürzt. Sind der noch wach? Ist mir egal, ich suche jetzt nicht die Nester. Jetzt geht's zur Handlung, wie versprochen. Es sei denn, ich muss vorher. Oder der Waffenladen. Oder was steht da? Muss ganz in der Nähe sein. Die Family Crockery. Und das? Kann ich nicht lesen. Ah, das ist der Gesundheitsladen. Die Drogerie. Wollen wir noch mal reingucken? Ob Schlecker, der alte Monopolist, da ist? So, ich mache jetzt hier keine... Aber erstmal das Moped aufheben, dass wir fliegen können, falls es zu bunt wird. Ah, du sollst... So, nein, nicht sitzen, nur hinstellen. Gehen wir mal in die Krogerie rein. Hallo? Okay, ein paar Verbände. Da können wir doch mal einen konsumieren. Und sonst? Nix. Heilpaket. Gut zu wissen. Komme ich mal zurück. Gehen wir mal hoch hier. Vielleicht haben sie die Wand eingerissen und... Ne, haben sie nicht. Lappen. Und nix. Und auf dem Klo gibt es nur Sterilize. Ich hätte mir mal einen Waffenladen gewünscht. Wenn sie schon was hinbauen. Dann fahren wir jetzt da hoch. 70 Meter den Hügel hoch. Sollen die ja machen, was sie wollen. Ich komme wieder, wenn ich gut bewaffnet bin. Oder zumindest mir einbilde, gut bewaffnet sei. Da hat jemand die Straße abgebissen. Okay, Handlung. Onkel Klo ist leise. Ach, schon wieder umschauen. Verdammt. Du bist wieder da oben, oder? Obwohl du das nicht solltest. Ah, kannst du einfach mal damit aufhören? Ich jage doch nur Freaks, Boozer, verstanden? Wegen dem Kopfgeld. Deshalb treibe ich mich da oben rum. Na, Mann. Oh. Oh, was Scheiße. Ja. Berglöwen. Ja. Oh, was sind das? Werwolf? Oder wie sehe ich das? Da hol ich doch mal die Schrotze raus. Der hat doch die Räude. Und ja, aber hier kann man nichts. Nichts Leckeres. Ja, was soll ich machen? Weg. Wenn wir hier. Oh Mann. Oh, jetzt ist das Spiel dann, wenn ich es nicht hinkriege, den Hubschrauber zu verfolgen, muss ich ganz von vorne wieder anfangen. Im richtigen Leben. Wenn mich hier ein Werwolf vom Moped holt, was soll ich machen? Und wieder das Licht an. Beim Hubschrauber verfolgen.
Bin ich da hergekommen oder nicht? Jetzt fahren wir zur Tankstelle. Ja, ein bisschen ausweichen. Nicht, dass sie mich wieder vom Moped ziehen. Wow, 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 warte, warte, die werden langsamer. Ich glaube, die halten an. Die halten an mit dem Hubschrauber, ja. Aber was denn, soll ich jetzt ohne... Haben die natürlich mich überhaupt noch nicht gesehen. Und es war wirklich Schrott. Weil du immer mit Licht fährst. Und vor allem am besten noch Blinker oder so. Dick! Dick, was ist da los? Verdammter Mist. Was ist los? Alles okay? Nein, 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 alles gut. Wirklich, das waren wahrscheinlich nur Warnschüsse, sonst wäre ich ja schon tot. Dick, weißt du noch, als ich sagte, dass du lebensmüde bist? Ja, 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 ich schaff das schon. Dicken Ende. Die Grundidee von dem Spiel ist ja schön, aber die Typen sind unsympathisch und das dumme Gequatsche geht mir auf den Sack. Aber ich spiele es. Woher weiß der Bruder? Die Betäubung wirkt nicht. Oh, doch tut sie. Sonst hätte das Viech dir schon längst den Kopf weggerissen. Ja, seit da im Bett liegt. Aber weiß er immer in dem Moment, was ich gerade mache. Bin gleich soweit. Was machst du denn? Das war's, wir hauen ab. Shit, los geht's. Los! Mission abbrechen! Abbrechen! Los, los, los! Einladen, einladen! Dann los jetzt! Na toll, und ich darf jetzt wahrscheinlich die ganzen Typen wegmachen. Scheiße, ist das eine Horde? Nein, ist keine Horde. Das ist nur lediglich eine Ansammlung. Einer da liegen lassen. Beschaffe das Nero-Funkgerät. Schön, dass die sich da alle festbacken. Erstmal sowas essen. Dann kann ich nicht reparieren. Okay, die rennen wenigstens im Hubschrauber hinterher. Dann gehe ich mit der Schrotze vor. Ich weiß es nicht. Kann man ja an der Schrotze auch einen Schalldämpfer anbringen? Nein. Ich werfe einen Stein. Oh ne, das war das Rauchding. Und eine kleine Überraschung. Das finde ich gut. Und weil es morgen wird in der Welt von Klo-Scorn, ist es eben dunkler geworden. Wo ist mein Moped überhaupt? Ach, ich gehe mal... Ach so. Ach, sie ist... Ach so. Die Pfeile gelten, hat mir der liebe Peter mitgeteilt, gehen auch für die Viechter, dass die sich gegenseitig... Aha, der hat es wahrscheinlich schon erlebt gehabt. Hm. Herstellen kann ich nicht, weil ich keine Nestrückstände mehr habe. Aha. Dann eben auf die Weise. Kommt der... Nachladen. Wo macht er das nicht automatisch? So. Dann gehen wir mal zur Kinderüberraschung runter. Ja, okay. Ein Funkgerät. Kommt dir! Ach, verdammt, gib das wieder her! Und die rennt in die Höhle. Das ist meins! Oder? In die Höhle. Sehr gut. Oh mein Gott, bin ich gut. Was haben wir hier? Munition, gern gesehen, danke. Und Injektorero-Wattzauber? Ne, nur ein Verband. Sehr gut, dass das Funkgerät so laut ist und überhaupt niemanden anlockt. Hast du gedacht, ich renne dir hinterher die ganze Zeit? Was machen die da?
Sieht aus, als ob sie hier, scheiße, Freaks hüten, keine Ahnung. Die hatten einen Krabbler in der Schlinge und haben ihm einen Peilsender oder sowas angesteckt. Was? Hüten? Wie meinst du das? Also, die fesseln sie und nehmen Proben von ihnen oder sowas, wie diese Typen in den Tierdokus früher. Ziemlich abgefuckt. Schwärme haben sie In Tierdokus? Eben. Die haben sich verpisst. Sie haben was dagelassen, ein Funkgerät. Warte, du glaubst doch nicht etwa, Sarah... Nein, ich weiß es doch nicht. Okay, er lebt, Boozer, er ist am Leben. O'Brien, das waren Neros. Ich werde versuchen, ihn aufzuspüren. Ich brauche ein paar Antworten, Mann. Und ist unsere Frau jetzt in unter die Forscher gegangen? Weil da war doch jetzt eine Frau dabei bei den Forschern. So, einmal hier. Ich melde mich später nochmal. Gegen Ende. Und da muss ich wahrscheinlich mal wieder ein paar Nester machen. Wo zur Hölle steckst du? Was ist denn hier drüben? Das gucken wir uns doch mal an. Erst einmal eine Zwischenspeicherung geht nicht. Sequenz. Man sieht ihn auf dem Moped sitzen. Ein Mann versinkt in Erinnerungen. Wie in einem charmanten Film von Ingmar Bergman in den Farben Schwarz, Weiß, Rot und Blau, im siebenteiligen Farbenkreisen der sechsteiligen Tagewoche. Kann ich Ihnen helfen? So kenne ich, dass das schlechte Pornos anfangen. Hey. Ich habe gehört, mit Ihrem Kabelanschluss soll something wrong sein. Könntest du mir helfen? Wie bitte, verfahren? Ja, ich suche die Old Belknap Road und hier gibt's irgendwie keine Schilder. Das soll wohl ein Witz sein. Nein. Was? Was ist denn? Was? War Ihr Cowboy wieder grob zu ihr? Na toll. Das ist echt super. Einfach toll. Wirklich super. Also, die Tattoos passen gar nicht zu ihrem Typ. Sorry, ich weiß nicht, wo Belknap, ja, das war's. Und ich weiß nicht, wo das ist. Keine Ahnung. Wollen wir ihren Dienstausweis die ganze Zeit im Hals hängen? Nein. Okay. Tja, trotzdem danke. Hey! Okay. Soll ich dich mitnehmen? Ja, gerne. Und danke, dass du endlich fragst. Ich bin Sarah. Ich bin Deacon. Oh, warum liegt hier eigentlich Stroh? Ich weiß nicht, wie steigt man auf dieses Ding? Ganz einfach, schwing einfach dein Bein drüber. Okay. Eine Kiste drauf. Also, rauf. Wow. Okay. Fertig. Ist der Bierdosenhalter eingetragen? Hey! Hey! Gut festhalten. Oh. Vielen, vielen Dank. Kein Problem. Also ich fahre gerade nicht. Ich habe kein Netz und... Naja, also hier gibt's einen Teich, aber zum Fischen, also... Kann ich mir nochmal einen Schluck Kaffee holen? Nein, ich meinte Handyempfang. Ja, ich weiß. Ja, natürlich. Na egal. Also, was macht ein Mädchen wie du an so einem Ort? Tja, das frage ich mich auch andauernd. Ich studiere... Also, ich untersuche Sachen. Danke, ich hatte keine Ahnung, was studieren heißt. Tut mir leid, ich studiere Pflanzen. Du studierst Pflanzen? Ja. Ich versuche mal aufs Gas zu treten. Nein, geht nicht. Also, ich muss auch nicht lenken, ich kann nur die Kamera bewegen. Aha, gut, vorbei. Hey, Vorsicht! Scheiße, was? Oh mein Gott. Bist du okay? Ja, nur... Oh, Himmel, das war knapp. Hey, bist du wirklich okay? Mir geht's gut, das ist nur... Was, hattest du gerade einen? Die Vibration des Mopeds hat sie total in Fahrt gebracht. Ich habe Handyempfang. Na sowas. Hey. Ja, mir geht's gut, aber Ihr Auto ist echt eine Dreckskarre. Sie müssen mich abschleppen. Wir kaufen dein Auto.de. Keine Ahnung, auf der,
keine Ahnung. Road 42. Road 42? Da ist so ein Schild, Mann. Etwa eine Meile rauf. Ach nee, da stand aber was anderes. Die Road 50 wird auch nur 15 fahren. Wir warten auf den Abschleppdienst. Aber ich bin doch der Abschleppdienst. Okay, na schön. Wenn die Typen zurückkommen, dann nehmen die dich sicher gerne mit. Okay, na gut. Alles klar, ich muss nur... Puh, einen Moment. Setz dich einfach andersrum. Die werden gleich hier sein, okay, also... Okay, scheiß drauf, los geht's. Aber fahr dieses Mal vorsichtiger, ja? Du hattest dich nicht wirklich verirrt, oder? Jetzt fahren Sie bitte naja, das kommt darauf an, wen du fragst. Meine Ex würde sagen, ich weiß nie, wo es lang geht. Na, hier kennst du dich jedenfalls gut aus. Du bist also nicht von hier, ha? Huh? Nein, ich komme aus Seattle. Die Firma, für die ich arbeite, hat hier gerade ein Labor eröffnet. Sie ist schon Vancouver, also die Mosel ausgewandert. Mitten ins Niemandsland. Um Pflanzen zu studieren. Immer warm. Genau, stimmt. Mosel, immer warm und trocken. Also, die Firma, Mosel, für die ich arbeite, warm und trocken. Sie arbeiten Vancouver für diese Biotechnikunternehmen und einige der Pflanzen, die ich untersuche, die sind ziemlich selten. Und sie wachsen hier. Das ist das Beste, was ich je gehört habe. Oh, was zum Teufel? Nur ins Auto klauen oder was? Cleet, wir kriegen Besuch. Cletus. Alles klar, die Herren. Warum sind die alle so beschissen tätowiert? Oh yeah, richtig geil. Ich lasse mich erstmal richtig verprügeln. Nein, tut mir nichts. Ich bin auf eurer Seite. Tut mir nichts, Fremder. Ich kann ja nicht mal abrollen. Was soll ich machen? Skeeter, die klauen uns unsere Jobs. Immer noch so. Was haben wir denn hier? Ein böser Biker, was? Ja! Ja, gib ihm noch eine! Da wurde er vergewaltigt. So hart, was hatten Sie denn sonst für eine Waffe gegen ihn in der Hand? Ich könnte ihn weiterbringen. Oh ja! Ja! Dem zeigen wir es, ja! Wie gefällt dir das? Wie Scheiße! Scheiße, verdammt! Moment, schon, er wartet auf mich! Gib Gas, verdammt! Los! Das waren richtig harte Typen. Und die Knarre ist riesengroß. Was ist denn das für eine Pistole? Warum geht die denn nicht? Oh mein Gott. Hey. Tut mir leid. Nein. Ist nicht mal, das Ding war in deiner Tasche. Nein, ich hab's gesehen und... Oh mein Gott, ich hätte jemanden töten können. Naja. Oh, Scheiße. Ja, aber da müsstest du erstmal auf jemanden ziehen. Das hab ich noch nie gemacht. Schon okay. Das Ding in deiner Tasche und ich würde die Polizei rufen, aber weißt du, ich hätte kein Netz. Nach der Sequenz brauchst du erstmal einen Schnaps. Ich warte hier mit dir, bis dein Typ kommt. Okay. Danke. So was hab ich noch nie gemacht. Ja. Ganz zu glauben. Ja? Irre. Darf ich jetzt bitte wieder spielen? Muss ich mal wieder rasieren. Dann klappt's auch mit der Nachbarin. So. Aha. Aha. So, ich wollte gucken, was hier drüben ist. Was steht da oben? Keep out. Hot Springs Camp, bist du da? Ich brauche mehr Informationen über Larsens Überlebende in Marion Fox. Deacon, ich hab dir alles gesagt, was ich weiß. Jung, weiblich. Warte, er hat Hungry Jim's erwähnt. Das alte Pfannkuchencafé an der Ostbrücke. Holzfällerfigur, Stapel Pfannkuchen, kenne ich. Okay, da fange ich an. Mach das. Und denk dran, bring sie mir. Ein paar Drifter kamen hier durch und haben ein paar Waffen mit uns getauscht. Vielleicht ist das für dich dabei. Ja, das wollen wir doch hoffen. Ja, ich werde dran denken. Dicken Ende. Also fahren wir zur alten Schachtel. Mollys haben wir genug. Was ist das? Was sind das? Ein Zaunpfahl. Nein, das heißt Zaunpfahl. Das heißt ja auch nicht Schamslippen. Oh, der hat ein schlimmes Wort gesagt. So, weiter geht's im Programm.
Was gibt's hier? Nix. Und der Plan sieht vor. Was? Hier oben ist das Pfannkuchenhaus. Okay. Geh das mal tanken. Sonst ist ja nicht viel zu tun. Außer Nester ausräuchern. Ich höre doch schon wieder jemanden. Och, schon wieder das Moped demoliert. Nicht randaliert. Guck mal, ob hier unten Bösewichte nachgewachsen sind. Oh, was ist denn das für eine Hütte? Oh, und was läuft dort? Könnte ja vielleicht mal einen Elefanten oder sowas erlegen. Da hätte man genug Essen für alle. Was ist denn das? Lappen? Keine Munition. Hm. Ist ja alles abgestorben. Sieht aus wie auf dem Brocken oder so. Wo alle Bäume nach dem Sturm umgekippt sind. Und hier waren wir schon einmal, so wie es scheint. Okay. Ach so, nee, ich muss ja sitzen bleiben beim Tanken. Oh, gutes Timing. Ja, dann gehen wir erstmal wieder dahin zurück, wo wir hergekommen sind. Und zwar hier Nester bejuckeln. Einmal Schnellreise und dann ein bisschen zündeln. Damit ich auch mal wieder, Nestrückstände kriege. Für Zauberpfeile. Und da ist Fragezeichen. Sehr gut. Jetzt wird hier mit der Schrotze gearbeitet. Wie in der letzten Folge schon gesagt, in der vorletzten Folge, die Onkel-Klo-Art wird jetzt an den Tag gelegt. Ich gucke erstmal hier rein. Also die schnelle Variante. Aber die falsche. Schrott. Oh, da knurrt was. Hören Sie auf, da in der Motorhaube rumzufummeln. Gut. Okay. Nachladen. Mhm. Nachladen immer noch. Steht auf dem Programm. Was halten die denn aus? Was halte ich denn aus? Zwei zum Preis von einem? Nein. So, jetzt kriegt mich aber nach. Ach, das ist ja nicht mal die Klinge. Oh Gott. Nimm jetzt hier das Ding und hau auf die blöden Hunde ein. Meine Fresse. Schießt ein Wolf mit der Schrotflinte ins Gesicht und nichts passiert. So, da können wir wenigstens das Ding auch nochmal reparieren. Wir haben ja Schrott gefunden. Sehr gut. Hier nochmal Hundefleisch. Die Steuerung ist nicht so im Kampf. Aber vielleicht wird das ja noch, wenn ich mal wieder Punkte kriegen sollte. Werden wir sehen. Was ist denn in Tel Aviv schon wieder los? Da wird berichtet. Ich höre Pferde bremsen. Moped erstmal hinstellen. Nicht draufsetzen. Nur hinstellen. Und jetzt laden wir die Schrotze nach. Und suchen das Nest. Das ist wahrscheinlich im ersten Stock. Oder im zweiten. Hier gibt's nichts. Ah ja. Die Treppe sieht schon vielversprechend aus. Mhm. Schön habt ihr's hier. Gibt's auf dem Balkon was? Nein. Stuhlbein. Im Kühlschrank kann man nichts. Ja, das ist aber ein winziges Nest. Wir brauchen das. Bevor ihr
das Chaos losbricht, hole ich mir noch die. Drei Schuss in der Schrotze ist ja nicht viel. Ich werde besser, bilde ich mir ein. Oder? Was meint ihr? Außer gegen Wölfe. Da ist noch kein Kraut gewachsen. Brenne nieder. Nest. Danke. Ich brauche Rückstände. Wie viel brauche ich dafür? Ein. Das ist gut. Ein für drei Pfeile. Oh, da liegt auch was, oder? Nee, kann ich nicht aufheben. Dann geht es wieder hinunter. Und nach nebenan. Nochmal in der Grockerie nach dem Rechten gucken, um noch ein paar Zutaten einzusacken. Was war das? Nix, gut. Hier einmal Sterilize, bitte aufnehmen. Jetzt ist es schon Max, ein Lappen. Okay. Dann werden wir erstmal eine Sammelbestellung machen und mit dem Moped durch die ganze Anlage fahren, um auszuspähen, wo sich die Nester verbergen. Seht ihr? Hier hinten vielleicht? Im Häuschen? Muss irgendwo ein Nest in der Nähe sein. Ist inzwischen. Ja, und ich sehe es. So, das klingt aber nach viel. Was machen wir denn hier? Hier drüben bin ich. Kuckuck. Ah, wird besser. Ab mit dem Kopf. Ich brauche unbedingt die Satteltasche. Für Munition. Wie ich es schon immer wieder erwähnt habe. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Dass ich mich oft wiederhole. So, haben wir sonst noch was Leckeres hier drin? Munition? Nein? Schön haben sie es hier. Ohne Gitarre. Na dann. Erstmal noch die Publeiste nachladen. Und einmal zündeln. Eigentlich müsste ich die Typen ja gar nicht umbringen, aber ich will ja die Nestrückstände. Grüß dich. Oh, die hat was verloren. Aber sie hat noch Ersatz. So. Schön. Burn Motherfucker. Nein, hier wollte ich nicht hin. Ich wollte hier hin. Sehr gut. Nestrückstände. Oh, Munition. Danke. Sonst noch was? Nee, nur eine Pistole. Pistolenmoon. Jo, Schrotz ist leer. Jetzt gucken wir uns mal hier bei Crazy Willy um. Oh, ne, das ist ja der Pfannkuchenmann. Über die Brücke kann man nicht. Wie komme ich denn darüber? Zu Fuß nur? Kundschaft. Oh, Sprit. Könnte auch mal wieder erscheinen. Hier ist doch bestimmt mal ein Nest. Im Anhänger. Nein. Aber was dann? Nix. Hier kann ich auch nicht rein. Gibt es an der Seite eine Tür? Man sagt nein. Von Weitem. Nix. Schade. Sah vielversprechend aus. Gibt's denn hier keinen Übergang oder so?
Muss ich durchs Wasser fahren? Oder muss ich springen? Ach, hier geht's doch drüber, Mensch. Das ist aber eine ungewöhnliche Steinformation. Oh, Polizeiauto, sehr gut. Wir sind in Amerika. Oregona. Oregano, wollte ich sagen. Sehr gut. Flinte, lade dich. Und hier gibt's ein Kantholz. Oh, willst du mir ein Brett geben? Ich hab da eins vorm Kopf. Kuckuck. Jemand zu Hause? Oh, was gibt's denn hier? Eine also, Notiz. Tags Alter sich umgebracht. Das hat ganz sicher Spuren hinterlassen. Was? Tuckers Alter? Tucker war doch die alte Frau, oder? Max. Die haben auch schöne grüne Beleuchtung hier. Sonst noch was? Nee. Schatten täuscht. Okay. Hier unten ist ein Nest, wie ich das sehe, in der Kirche. Beil. Machiti. Und im Gewächshaus? Habe ich noch nicht nachgeguckt. Schrott. Sehr gut. Komm in meine Arme. Einmal Schrott, zweimal Schrott. Und Lappen. Molly herstellen. Molly herstellen. Nehmen. Und die Pflanzen müssen auch wieder gegossen werden hier. Was liegt denn da? Radio. Ich fahre mit dem Moped zur Kirche. Oh, Kartoffeln, Mais, Zwiebeln. Und hier unten liegt jemand ganz faul vorm Rohbau. Guten Tag, sind Sie noch zu retten? Was zum Teufel? Nein, 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 nicht. Ja. Schnapp dir das Schwein! Er hat gewonnen! Direkt getroffen! Ja, es lohnt sich. Pader, du hast recht. Ich sollte dann demnächst mal Konzentration auch. Ach nee, Ausdauer hast du gesagt. Aber Konzentration lohnt sich, glaube ich, auch. Damit ich länger auf Köpfe zielen kann. Was liegt denn hier? Was ist denn das? Ach, Dämmmaterial. Kantholz. Benzin ist immer gut. Hole ich gleich. Aber erst einmal hier rüber. Ein Verband. Und das war's. Munition wäre schön. Ein Schuss. Der ist für mich. Fürs Ende dann. Einmal Benzin hier rein. Ah, gutes Timing. Ja, halb voll der Tank. Klug. Fallen lassen, habe ich gesagt. Sofort fallen lassen. Ja, und schon wieder anhalten. Hier ist schon mehr. Oh, Polizeiauto. Willkommen. Mager. Die Ausbeute. Teile. Oh, jetzt hat es aber total am Rad gedreht. Jawohl, einmal reparieren bitte. Und ich stelle nichts her. Unser Häuschen verbarrikadiert. Das sieht aus wie eine Werkstatt. Vielleicht mal in die Motorhaube reingucken. Bisschen Schrott. Jawohl. Oh, 5 Schrott-Einheiten. Und die Bude, da kann man nicht rein hier, oder wie? Puh. Aha. Wieder Benzin, das werde ich nutzen. Okay, hier müssen wir nochmal nach dem Rechten gucken. Wir machen jetzt erstmal das Nest. Die Werkstatt reizt mich, danach zu schauen. Ah, der Buchladen. Da können wir uns ein paar... Ich kann's riechen. Es muss in der Nähe sein.
Da können wir uns ein paar Schematiken holen, um eine Forge zu bauen. Hallo? Jemand da? Da ist noch ein Nest. Zünden wir es an. Kann man das... kann man nicht auskippen, oder? Dass man hier ein bisschen Sprit versprühen kann? Doch. Nee, man kann nur schmeißen. Okay. Dann schieße ich einfach von außen gegen das Ding. Mal gucken, ob das was bringt. Brennt das Nest jetzt oder nicht? Das finde ich ja doof. Muss immer mit Molotov-Cocktail schmeißen. Doch! Jetzt sind sie wach geworden, die Insassen. Perfekt! Ich bin gemacht für dieses Spiel. Bis jetzt. Mal gucken, was da noch kommt. Munition, auch in normalen Autos, das finde ich aber gut. Und vorne verbirgt sich etwas Nützliches. Junge, da sollst du, wo das Viereck leuchtet. Alles immer sagen muss. Du sollst doch mal deinen Kopf benutzen. Dann gehen wir jetzt hier rein. Kann man hier eine Brause oder sowas kriegen? Eine Limo? Nestrückstände. Danke. Nix. Eine Machete. Und ich hätte nichts dagegen, wenn hier direkt im Nachbarzimmer noch ein Nest wäre, aber das wäre zu einfach. In der Kirche wird doch bestimmt was abgehen. Teile. Vielleicht noch Munition. Nein, hoppa. Dann gucken wir jetzt in die Werkstatt. Da sollte doch was sein. Also ich hätte mir ja schon lange... Hier ist nichts. Ich hätte mir ja schon lange selber eine Tasche ans Moped gebunden, um Munition zu transportieren. Aber nein, man muss sie kaufen. Oh, sie bluten ja. Ja, das ist nichts. Ich habe mich nur in meiner Tischkreissäge geschnitten. Ich bin ausgerutscht. Hier ist nichts. Schade. Dach vielleicht? Einen Lappen kann ich nicht nehmen. Hier drüben ist die Sparkasse, so wie es aussieht. Was sagt denn... Aha, ich muss da hin. Da ist nix. ATM. Also Geldautomat. Intruders will be shot. Wollen wir in die Sparkasse reingucken? Konto eröffnen? Mit Minusgebühren? Minuszinsen, oder wie heißt das heutzutage? Wo man dafür bezahlen muss, wenn man Leuten Geld gibt. Ungeheuerlich. Open. Nicht aufzukriegen. Warum nicht? Du hast doch ein Messer. Oh. Da atmet oder schmatzt etwas. Oh, gut, da kommt sie näher. Besser. Es wird langsam. Verdeil, das ist doch bestimmt eine Frauentoilette hier. So schmutzig. Hat man mir erzählt, dass ein Frauenklo immer spicklicher ist als bei Männern. Muss ich hoch? Ich will ein Konto eröffnen. Sonst noch jemand? Hier gibt's nichts. Und muss ich hier aufs Vordach wahrscheinlich. Oh, Vorsicht. Und übers Dach von hinten durch die Brust ins Auge in den Hinterhof. Der überhaupt nicht eingezäunt ist. Also so ein Blödsinn hätten sie sich dann sparen können. Dass die Tür unten zu ist. So Quatsch. Uff. Eine Halle. Und eine Flasche. Kuckuck. Jemand zu Hause?
Ja. Vielleicht haben sie eine Ölpumpe oder sowas für mich? Eine Benzinpumpe? Nix. Ein Kantholz. Und ein Kanister. Den nehmen wir mit. Für das nächste Nest. Oh, die Kamera macht einen ja direkt besoffen. Okay, hier gibt es nichts. In den Containern. Die gehen anscheinend nicht auf. Lauf! Wir gehen jetzt zur Kirche. Wo bestimmt... Oh, Fliegen von rechts. Wo bestimmt ein so Nest. So viele Erinnerungen. Ach, jetzt geht's wieder los, oder wie? De. Wohl kaum. Oh, da unten ist jemand. Gut, dass es mir das anzeigt. Oh, da ist aber einiges los. Und eine Tankstelle, das finde ich gut. Ach, das ist die Mission da unten. Ne, das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Nein. Nicht aufzukriegen. Ich will das Kanister mitnehmen. So. Gucken wir mal, ob wir woanders in die Kirche reinkommen. Vielleicht vom Glockenturm runterballern mit dem Gewehr. Ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht ein Scharfschützengewehr liegt. So ein Blödsinn. Ja, die haben sie aber was zu verbergen. Oh, schön. Wollen wir rutschen? Im Ballparadies ein bisschen spielen? Lappen. Muss man da irgendwie reinkommen? Ein Fenster einschlagen oder wie? Okay, Kanister hat sich erledigt, aber hier ist ein weiterer. Tja, keine Ahnung, wie man in die Kirche reinkommen könnte. Dann gehen wir eben noch ins Old Waggon Hotel. Also wahrscheinlich hat das mit der Quest zu tun. Oh, da ist aber jemand wach geworden. Hat das mit der Quest zu tun? Irgendwas mit dem Leuchtturm hier. Kirchengebäude. Aha, Schrott. Das ist gut zu wissen. Da gehen wir erstmal ins Hotel. Und versuchen hier Sneaky Breaky zu machen. Nein, ich kann keinen. Okay. Aha. Das wusste ich noch nicht. Oregon-Legende. Hallo? Aha. Kaum. Wir sind ja alles abgeschlossen. Fest verriegelt. Verriegelt und verrammelt. Anscheinend ist es wirklich darauf angelegt, dass ich die Quest starte. Schade, ich hätte gerne noch ein bisschen rumrandaliert hier. Liebe Leute, wir verabschieden uns. Ich verabschiede mich von euch. Ihr verabschiedet euch bitte von mir. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht es weiter mit der Handlung bei Hungry Jim. Dem Holzfäller und der Pfannkuchenfabrik. Bis zur nächsten Folge. Euer Onkel Klo. Ciao.